Ich schlage unserem Bunde, dessen Ziel es ist, in Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfestellung das Gute auf Erden walten zu lassen, vor, den suchenden Wolfgang Amadeus Mozart als Mitglied aufzunehmen. Mein Herr, mehr noch als Ihre schriftliche Erklärung birgt uns die Kenntnis Ihres Charakters, dass Sie aus keiner weibischen Neugier oder vielleicht anderen niedrigen Absichten den Zutritt zu unserer Gemeinschaft anstreben. Die Versicherung muss Ihnen also willkommen sein, dass wir mit allen unseren Kräften danach streben, die Übel der Menschheit zu mindern. Sind Sie noch entschlossen, unserem Bunde beizutreten? Antworten Sie mir mit einem überdachten Ja oder Nein. Ja. Dann also, Bruder Aufseher, lassen Sie den Suchenden reisen. Wer ist da? Ein Suchender, der den Weg der Tugend mit Entschlossenheit angetreten hat. Er ist von demselben noch weit entfernt. Lassen Sie ihn auf eine zweite Reise gehen. Wer ist da? Ein Anhaltender, der mutig auf dem Weg der Tugend wandelte. Wahrlich, er ist dem Ziele näher gekommen. Lassen Sie ihn die dritte Reise machen. Wer ist da? Ein würdig Leidender, der sich durch alle Beschwernisse vom Weg der Tugend nicht abhalten ließ. Mein Freund, Sie sind dem Lichte nahe. Das Bewusstsein guter Handlungen sei Ihr einziger Stolz und im Leiden Ihr Trost.